Millionen Menschen betrachten und bewundern die weltberühmten Werke der Großmeister der niederländischen Kunst. Aber welche Geschichten sind unter den Farb- und Firnisschichten versteckt? Welche Geheimnisse können sie erzählen? Um das herauszufinden, erschaffen wir die Klassiker neu. Auf der Suche nach der perfekten Nachbildung erkundet ein Expertenteam die kleinen Geschichten hinter den größten Meisterwerken der Niederlande. Unglaublich. Wie kann man auf so kleinem Format ein so unglaublich intensives Bild malen? Der Schatten. Man sieht eigentlich gar nicht, wer die Person ist. Gleichzeitig schaut man gerade deshalb genauer hin. Das finde ich so verrückt. Wie fällt das Licht auf die Nase? Wie geht das? Man möchte fast sagen, schau nicht so ernst, aber es ist ja nur Farbe. Nein, es ist mehr als das. Die Person ist wirklich anwesend. Man spürt, dass man dem jungen Rembrandt ganz nah ist. Er ist 22 und hat sein ganzes Leben noch vor sich. Zum Glück wusste er nicht, was noch alles passieren wird. Aber der Optimismus, das Draufgängerische, der Mut, das so zu malen, das ist, wie soll ich es sagen? Ja, wie sag ich das? Das ist, ja. Wir stehen hier vor diesem kleinen Bild von Rembrandt, das dennoch eine so unglaubliche Energie ausstrahlt. Das überrascht mich immer wieder. Ich habe es schon öfter gesehen, aber noch nie von so nah. Was ist das Geheimnis von Rembrandt, dem Meister? Es sind nicht allein die Materialien. Zu dieser Zeit haben alle Maler mehr oder weniger das gleiche Material verwendet. Es ist vielmehr die Art und Weise, wie er es benutzt hat. Der Kontrast zwischen den dünnen und dicken Partien. Der Einsatz der Mittel, um Details zu gestalten. Und das alles auf sehr intelligente Weise. Sehr effizient gemalt, in nur einer Schicht. Meistens in nur einer Schicht. Wir möchten in 5 Wochen eine Rekonstruktion erstellen. Ich bin gespannt. Was werden für uns die größten Probleme oder Schwierigkeiten sein? Rembrandt war ein wahrer Meister im Aufbau der Farbschichten, wie er die darunterliegende Schicht und die Grundierung verwendet hat. Ich bin natürlich sehr gespannt, ob das... Wenn wir soweit sind und die Rekonstruktion fertig ist, möchten wir die beiden Gemälde natürlich auch vergleichen. Was halten Sie davon? Das ist eine sehr gute Idee. Ich bin gespannt, ob Sie es schaffen. Dann haben wir einen Deal. Okay. Ja, das ist er also. Der absolut unbestrittene Großmeister, auf jeden Fall der niederländischen Malerei. Rembrandt van Rijn. Das ist ein Selbstporträt, das er gemalt hat, als er 22 Jahre alt war. Ein richtig kleines Bild, aber oh Gott, was da alles drinsteckt. Charlotte, was kannst du uns über Rembrandt van Rijn sagen? Also fang mal an. Ich finde es richtig schön. Es ist ein sehr schönes Gemälde. Es ist ein unglaubliches Gemälde. Aber für mich sieht es auch sehr kompliziert aus, weil es so klein ist, die Atmosphäre, die Feinheiten hinzukriegen. Ich meine, wir reden hier über Rembrandt. Ja, das stimmt. Vor allem habe ich Lust, die kleinen Locken zu malen, wenn man hier im dunklen Bereich guckt. Hier hat er erst Locken und dann den Hintergrund gemalt und dann die Locken wieder nach vorne geholt, um sie sanfter zu machen. Wie er das gemacht hat, weiß ich noch nicht, denn das liegt obendrauf. Mit einem trockenen Pinsel. Ja, ein trockener Pinsel, aber die Farbe darunter war feucht. Er muss es feucht auf feucht gemacht haben. Das ist ein ganzes Verfahren, das in einem Zug durchgeführt wird. Wie soll man auf einer so kleinen Fläche spontan sein? Das ist total schwierig. Man muss erst genau gucken und dann malen. Dabei darf man nicht mehr nachdenken, vor allem nicht mehr nachdenken. Einfach machen. Und Joris, was wissen wir über die Pigmente, die er hier benutzt hat?
Das ist eine ganz schlichte Palette aus dem 17. Jahrhundert. Etwas Kremserweiß, Beinschwarz und ein paar erdfarbene Pigmente. Beinschwarz, sagst du? Das ist ein synthetisches Pigment. Wenn man Tierknochen verbrennt, entsteht ein schwarzer Stoff. Die Knochen müssen in einem großen verschlossenen Behälter verbrannt werden. Das wird stinken. Ja, ja, das sollten wir genauso machen. Knochen verbrennen? Ja. Beinschwarz ist das älteste schwarze Pigment der Menschheit. In den Höhlenmalereien aus der Vorzeit sieht man es überall. Und Bert, es wurde auf Holz gemalt. Ja. Angesichts der Epoche wird es europäische Eiche sein, in Viertel gesägt. Das Holz wurde auf bestimmte Weise aus dem Baum gesägt, wobei die Jahresringe im Holz zu sehen bleiben, sodass es später nicht arbeitet. Das wird eine interessante Suche nach dem richtigen Holz. Wir brauchen zwar nur ein kleines Stück, aber trotzdem müssen wir... Zum Glück ist es nur ein Stück Holz und wir müssen es nicht verleimen. Das ist aus einem Stück. Wir werden uns daran wagen. Ein alter Rembrandt. Spannend. Ja. Um Rembrandts Einsatz der Farben so nah wie möglich zu kommen, hole ich aus dieser Mühle Farbpigmente. Hier werden die Grundstoffe zu Pigmentpulver gemahlen. Wir machen eine Rekonstruktion von Rembrandts frühem Selbstporträt. Das erste bekannte olivfarbene Selbstporträt, das mit den Locken. Ziemlich dunkel. Sehr dunkel. Aber dafür brauche ich Pigmente, wie zum Beispiel gebrannte Erde, Umbra, Ocker. Gebrannte Umbra, meinen Sie? Gebrannte Umbra. Kasslerbraun. Kasslerbraun ist eigentlich ein Braunkohleprodukt. Das deckt nicht besonders gut. Beinschwarz deckt dagegen sehr gut. Aber es ist braun. Wenn Sie einen Rembrandt nachmalen, dann bekommen Sie den Hintergrund, das Leichte, auch mit Kasslerbraun hin. Was kann man über die Pigmente sagen, die Rembrandt verwendet hat? Es müssten 6 bis 8 gewesen sein. Auf der Palette wurde dann alles gemischt. Wenn heute ein Künstler einen besonderen Auftrag erhält, dann denkt man, man braucht noch was, um das malen zu können. Aber so war das früher nicht. Ganz und gar nicht. Könnten Sie die Palette von Rembrandt mit 8 Farben wieder zum Leben erwecken? Ja, kein Problem. Wie willst du das machen, Charlotte? Ich grüble vor allem darüber, was für einen Pinsel ich nehmen soll. Die Farbe ist ja sehr fest. Ich dachte erst an einen feinen Pinsel. Es ist ja ein kleines Bild. Aber je länger ich es betrachte... Weil es so schnell gemalt wurde? Was denkst du, ist das die Rückseite eines Pinsels oder eines Messers? Die Haare? Nein, das geht nicht mit einem Messer. Glaube ich nicht. Ich habe es gerade noch einmal genau angesehen. Man sieht hier deutlich mehrere Farben. Man sieht schwarz und entlang der Locken etwas grau. Bei dieser Locke sieht man das besonders gut. Im Laufe seiner Karriere als Maler hat sich Rembrandt häufig selbst porträtiert. Das hier ist ein sehr frühes Werk. Man sieht, dass er bei diesem Bild noch mit dem Lichteinfall experimentiert hat. Man sieht das gut in der Infrarotaufnahme. Den Lichteinfall von links deutet Rembrandt dadurch an, dass er mit der Rückseite seines Pinsels die Farbe in die feuchte Farbe hineindrückt und so den weißen Untergrund wieder durchscheinen lässt. Das ist eine effektive Methode, um das Lichtspiel und Reflexe auf der Oberfläche von Gegenständen anzudeuten. Ja, Rembrandt. Das ist eine Institution, ein Gott. Das ist der Maler. Bei diesem Werk gibt es mehrere Herausforderungen. Zuallererst beim Material. Ich weiß zwar ungefähr, mit welchem Material er gearbeitet hat, aber es muss genauso sein wie bei diesem Bild. Etwas faserig. Das wird sehr schwierig. Es ist ein sehr dunkles Gemälde und es geht ums Licht. Indem er es dunkler macht, lässt er das Licht noch stärker wirken. Wenn ich es so machen würde wie Rembrandt, dann müsste ich das in 2 Stunden malen. Es scheint, als wäre Malen für ihn mühelos gewesen. Schockierend, nicht?
Charlotte verdient nur das Allerbeste. Also machen wir es selbst. Wir machen Beinschwarz. Das ist die schönste schwarze Farbe. Man weiß von Rembrandt, dass er mit Mumie gearbeitet hat. Das hat man aus Mumien gemacht, die in Ägypten gefunden wurden. Für uns wäre das ein zu schwieriges Experiment. Aber Beinschwarz herzustellen macht Spaß. Dafür habe ich, Jasper, einen schönen Schädel. Wir machen keine halben Sachen. Das ist Bertha Nummer 14. Die muss dran glauben. Die muss dran glauben. Tschüss, Bertha. Da geht sie. Da geht sie. Ich bin echt gespannt. Man kann nämlich auch Beinweiß bekommen, wenn man das verbrennt. Es hängt alles von der Temperatur und der Sauerstoffkonzentration ab. Ich glaube, dass es sehr stinkt. Gut, dass ich das nicht selbst machen muss. Es muss verkohlen, sehr heiß werden. Verkohlen, aber nicht verbrennen. Das ist etwa so wie beim Herstellen von Holzkohle. Zu Rembrandts Zeiten wurde das natürlich nicht industriell hergestellt. Deshalb glaube ich, dass es ein wertvolles Experiment ist, das für Charlotte auszuprobieren. Wie lange dauert das? 3 bis 4 Stunden. Also sitzen wir hier noch ein bisschen rum. Marshmallows. Auf Bertha, oder? Auf Bertha. Herrlich. Das ist echt ein Ritual, um das tiefste Schwarz zu bekommen. Schwarze Magie. Ja. Hallo, Charlotte. Hallo. Michel. Jasper und ich haben Beinschwarz für dich gemacht. In dieser Tonne. Hast ja eine ganze Menge. Ja, schau dir das mal an. Ein Rinderkopf, ja? Er ist schön verkohlt, stand 3 bis 4 Stunden im Feuer. Ich wusste, dass Michel Beinschwarz machen will, aber ich dachte, er würde Hühnerknochen nehmen. Und dann kommt er mit so einem Fass und einem ganzen Schädel. Schau, er ist nicht ganz verkohlt. Nein. Aber unten drunter und innen drin ist er schön verkohlt. Nicht verbrannt. Genau wie wir es brauchen. Ich finde es nicht so schön, ein Kuhkopf. Man kann den verkohlten Schädel noch gut erkennen. Ziemlich gruselig. Natürlich weiß ich, woher Beinschwarz kommt, aber das war dann doch zu viel. Ist das die Wahrheit über das Geheimnis des Meisters? Das stimmt schon, daher kommt das. Aber es ist schon was anderes, ob man es nur als Pulver sieht oder jemand mit so einem Kopf ankommt. Mit einem Steak ist es doch das Gleiche. Deshalb esse ich es ja auch nicht. Das Ergebnis ist gut, trotz allem. Erst dachte ich, dass da noch Stückchen drin sind, aber man konnte das gut und ganz fein zerreiben, viel schneller als erwartet. Es ist ein richtig schönes, tiefbraunes Schwarz. Das ist uns gut gelungen. Das ist der späte Rembrandt, ein Mann, der vieles mitgemacht und vieles erlebt hat. Er hat Freude gekannt, aber auch großes Elend. Er hat seine Frau verloren, seinen Sohn, er war pleite. All das zeigt sich in seinen späten Selbstporträts. Da hat er sich so gemalt, auf eine ganz direkte, verletzliche Art und Weise. Aber mit dem ganzen Können seines Lebens. Jedes Porträt ist eine Studie der eigenen Seele. Dann kommt man auch zu dem Meister, der die Vorsteher der Tuchmacherzunft gemalt hat, die Judenbraut und die Nachtwache und sich selbst als größten Maler abbildet.
grootste voorname schilder die hij was. Das ist Rembrandt auf dem Höhepunkt seines Könnens. Er hat eine florierende Werkstatt in Amsterdam mit Assistenten, bekommt einen Auftrag nach dem anderen, besitzt großen Reichtum und Ansehen. Alles, wovon er schon als junger Künstler geträumt hat. Zu Beginn seiner Karriere wusste er nicht, was ihn erwartet. Er wusste, dass er Talent hat und war draufgängerisch genug, um zu malen. Er war experimentierfreudig. Bestimmt auch, als er noch in Leiden war und mit 22 dieses Selbstporträt gemalt hat. Unser Selbstporträt. Auf den ersten Blick wirkt der Rahmen von Rembrandt sehr einfach. Man meint, sowas bei jedem Rahmenmacher zu finden. Aber so leicht war es nicht. Wir haben das Atelier des Rahmenmachers besucht. Wir waren in seinem Lager im Keller. Das Atelier ist unglaublich groß. Er hat wahnsinnig viel da stehen. Außen ist ein kleiner Kratzer, innen ist eine kleine Verdickung. Auf der etwas größeren Fläche des Rahmens ist eine Wölbung. So was sieht man, wenn man genau hinschaut. Jedes Mal denke ich, jetzt habe ich ihn. Und dann schaut man auf die Details und dann ist er es doch wieder nicht. Das ist unglaublich. Die Kopfbedeckungen finde ich echt cool. Ja. Die verschiedenen Turbane und freaky Dinge, die er sich aufgesetzt hat. Die Kleidung spielt bei Rembrandt eine viel größere Rolle, als wir bis vor kurzem dachten. Die Bedeutung und die Funktion, die Geschichte, das wurde alles intensiv erforscht. Nichts war einfach nur zufällig. Rembrandt hat alles ganz bewusst angeordnet. Was denkst du, wenn du das hier siehst? Ja, was sehen wir hier? Das sind auf jeden Fall Selbstporträts. Ja. Das Verrückte ist... Oder ist es das gleiche Gemälde? Ja, es ist ein und dasselbe Gemälde. Verrückt. Links im aktuellen Zustand, rechts als Schwarz-Weiß-Fotografie. So wie es zuerst war. So wie es in den 30er Jahren aussah. Einer Theorie nach wurde das rechte Bild von Rembrandt selbst oder auf dessen Anweisung hin in seinem Atelier so angepasst. Bei Rembrandts Werken kam es häufiger vor, dass er seine Bilder übermalt hat. Wenn ihm was nicht gefiel oder ein Kunde ein Gemälde nicht abgeholt hat oder aus was für Gründen auch immer. Das galt später nicht als Änderung, die von Rembrandt stammt oder auf seine Anweisung entstanden ist, sondern schlicht als seltsame orientalische Person. Ich glaube, Rembrandt hat nicht so lange daran gearbeitet wie ich. Wahrscheinlich höchstens einen halben Tag. Ich mache das zwar so schnell wie möglich, aber es fühlt sich an wie Stümperei. Charlotte ist eine überragende Kopistin. Und das wird ihr noch nicht gerecht. Sie ist eine Restauratorin mit großem Wissen über historische Maltechniken und Materialien. Aber dieses Gemälde ist schwierig. Ich frage mich, wie nah wir Rembrandt kommen können. Die größte Herausforderung für Charlotte ist die Darstellung der Zwischentöne und der dunkleren Partien. Nicht so sehr die hellen Bereiche des Gemäldes, die lassen sich viel leichter lesen. Die Übergänge zu den Schatten sind viel schwieriger. Das liegt sehr eng beieinander, insbesondere auch im Hinblick auf den Aufbau des Gemäldes und die Transparenz der oberen Schichten. Das ist Kunst auf höchstem Niveau. Ich bin gerade dabei, die Härchen zu zerzausen. Ich weiß, dass er sie ganz schnell gemalt hat, also muss ich das auch schnell machen. Ich glaube, dass Rembrandt die Härchen mit der Rückseite eines Pinsels hineingeritzt hat, in die nasse Farbe. Das ist logisch, man malt und man möchte schnell noch was ändern und hat den Pinsel bereits in der Hand. Aber das funktioniert nicht so gut.
Es klappt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Farbe ist zu dick. Oh, schade. Aber jetzt ist es zu spät. Das kann ich nicht noch mal neu machen. Am Ende muss es ein gutes Bild sein. Ich probiere noch mal alles der Reihe nach, um zu sehen, ob ich mit dem Bild weitermachen kann. Wenn ich mir die Locken anschaue, das ist total effizient. Er hat mit einem Grundton gearbeitet. Das ist eigentlich auch logisch. Das geht schnell und effizient. Das war so eine Plackerei. Die Farbe der Grundierung ist zu hell. Man versucht immer, es sofort richtig zu machen, und dann steckt man so viel Energie hinein. Dann denkt man noch mal etwas länger nach, bis man... Nun ja, wenn ich ehrlich bin, muss ich von vorn anfangen. Ich habe auch das Gefühl, dass hier alles etwas dicker ist. Die Locken sind dicker, sie wurden mehr weggekratzt. Die Farbe darunter ist dicker. Kann sein. Die vielen Haare, die man auch in der Bewegung der Locken sieht, das sieht man hier nicht. Aber die Dicke von Rembrandts Farbe, wir wissen nicht, wie er das gemacht hat. Ich befürchte, das wird ein Problem. Man könnte meinen, dass er für jeden Bereich eine andere Palette hatte. Ich sehe das als ersten Versuch, von dem Charlotte viel gelernt hat. Und ich auch. Was für ein schwieriges Gemälde. Wie er das aufgebaut hat, da kommt man einfach nicht dahinter. Durch all das, was nicht geklappt hat, wie die zu weißen Härchen und das, was rechts neben dem Kopf nicht braun ist, lernt man Rembrandt erst kennen. Er war wie ein meisterhafter Schachspieler, der seine Züge vorausdenkt. Man kann nicht erwarten, dass man das in einem Mal nachmalt. Da steckt so viel drin, so klein es auch sein mag. Ich bin schon ratlos, wenn ich mir nur einen kleinen Ausschnitt ansehe. Geht's wieder? Da sieht man, wie schwierig es ist, sowas zu machen. Das schafft man nicht einfach so. Ich finde es toll, das zu sehen, und ich verstehe auch, dass Charlotte so emotional reagiert hat. Sie ist natürlich sehr sensibel, aber ich finde es auch gut, dass es passiert ist. Das zeigt, dass Kunst was Existenzielles ist. Sie berührt sie. Daran erkennt man vielleicht auch die Größe dieses Künstlers. Genau darum geht es doch. Ja. Das könnte passen. Ein bisschen groß, aber der ist perfekt. Seine preisgekrönten Filme werden auf der ganzen Welt gesehen.
Bei der Beleuchtung seiner Werke hat er sich von den niederländischen Meistern des 17. Jahrhunderts inspirieren lassen. Er ist ein Experte zum Thema Licht in Rembrandts Werken. Der britische Regisseur Peter Greenaway. Ich habe ihn gebeten, uns mehr über das mysteriöse Licht in diesem Selbstporträt von Rembrandt zu sagen. Das ist unser Studio. Ich möchte Ihnen unseren jungen Rembrandt vorstellen. Das ist Tim. Das ist Herr Greenaway. Herr van Rijn. Guten Tag. Sie haben ein schönes Hemd an. Er war ziemlich schmutzig und hat wahrscheinlich gestunken. Ich habe mich sauber gehalten. Es ist eine Ehre, sich einmal wie Rembrandt fühlen zu dürfen. Am Anfang hat es sich eher wie eine Art Hobbit aus dem Herrn der Ringe angefühlt, wenn man so eine Kleidung trägt. Am geheimnisvollsten ist für mich der Schatten, der auf das Gesicht fällt. Das ist gefährlich. Er geht ein großes Risiko ein. Denn bei Porträts muss man gerade das Gesicht gut sehen können, damit die Leute sagen können, ob es einem ähnlich sieht oder nicht. Vielleicht können Sie uns helfen, all dem näher zu kommen. Die Lichtquelle muss auf jeden Fall weiter nach hinten. Er hat wohl ein falsches Spiel gespielt und selbst für Schatten gesorgt. Er hat seine Fantasie genutzt. Ja, so kann man es auf nette Weise sagen. Maler verfügen natürlich über eine große Trickkiste. Was auch immer man versucht, die Brust wird nicht dunkler. Es klingt ironisch, aber man beleuchtet, um nicht zu beleuchten. Wir wollen sein Gesicht nicht sehen. Von seinem Gesicht ist zu viel zu sehen. Noch dazu trägt er ein weißes Hemd. Das sieht man selbst in einem stockdunklen Keller noch. Aber irgendwie hat er die Vorderseite dunkler gemacht. Damals waren Kerzen noch sehr teuer. Man stelle sich vor, wie viele Bienen man für eine große Wachskerze braucht. Nur die Kirche und der Adel konnten sich Kerzen leisten. Um 1580 wurde in Westdeutschland die Herstellung von Kerzen aus tierischem Fett erfunden. Plötzlich waren Kerzen günstiger. Selbst Maler, die kein Geld hatten, konnten im Geschäft an der Ecke welche kaufen. Caravaggio, Rubens, Rembrandt und Velázquez haben angefangen, das Dunkel zu malen. So konnte man viel mehr Alltagsthemen darstellen. Schlafzimmerszenen waren sehr beliebt. Malen im Dunkeln. Genau. Auf einmal sieht man nackte Frauen im künstlichen Licht. Das wurde bis dahin nicht gezeigt. Ich glaube, dass es jetzt mehr der Kopf von Rembrandt ist. Das vorherige Porträt war etwas langgezogen. Rembrandt ist doch etwas runder und eckiger und gedrungen. Mein Porträt ist zu schmal geraten. Ob das das Problem ist? Wie ist das? Oh, sehr interessant. Jetzt ist es wieder zu dunkel. Können Sie mal auf meine Faust schauen? Das ist Charlotte, die Malerin. Wir haben viel Spaß mit Ihrem Problem. Was meinen Sie? Nicht schlecht, oder? Schön, das in echt zu sehen. Er ist etwas schlanker. Ja, er hat eine feinere Nase. Wir wissen, dass Rembrandt einen richtigen Zinken hatte. Für ihn war es eine Herausforderung. Mal sehen, wie dunkel ich es machen kann und das Bild noch zu erkennen ist. Das Ergebnis ist faszinierend. Danke für Ihre Geduld. Gern geschehen. Ich fand es spannend zu hören, was er über das Licht der damaligen Zeit weiß. Und auch lustig, denn man erkennt, dass jeder seine eigene Perspektive hat. Er beschäftigt sich mit Licht, daher weiß er alles über Lampen und Licht und Kerzen. Ich beschäftige mich mit Farben, daher weiß ich mehr über Pigmente und Bindemittel und Pinsel. Über Lampen und Licht der damaligen Zeit wusste ich nichts.
Wir haben ein bisschen das Geheimnis des Schattenspiels von Rembrandt gelüftet. Charlotte macht Fortschritte mit der neuen Version der Rekonstruktion und ist jetzt bei den Locken. Yes. Hast du das gesehen? Zumindest eine dunklere Locke, die auch noch genug Farbe mitnimmt. Aber diese muss etwas weißer sein. Das war spannend. Ich habe den Untergrund dunkler gemacht, aber ob das dunkel genug ist, weiß man erst, wenn man die Locken setzt und die gut zum Vorschein kommen. Ich hatte keine Holzplatte mehr, um es nochmal zu versuchen. Und ich hatte nicht noch ein extra Panel, um es noch ein Geld zu tun. Es ist nicht so leicht, solche Locken vor der Kamera zu malen. Im entscheidenden Moment zittere ich ein bisschen. Ich bin so froh, dass mir die Locken jetzt gelungen sind. Jetzt muss nur noch der Rest gelingen. Mir fällt sofort auf, dass es schön dick ist. Zumindest wenn man auf den Hintergrund schaut, finde ich es sehr schön, dass man den Pinselstrich noch erkennt. Sehr schön, aber noch sehr jung, nicht? Das Bild kann noch ein bisschen Alterung vertragen. Ich lege es in die Alterungskammer. Gut. Ich habe mich bei den Vorbereitungen verschätzt. Ich hätte das Bild noch viel länger allein studieren und die Locken erforschen müssen. Ich bin froh, dass es am Ende doch so gut geworden ist. Das Porträt ist durch das UV-Licht genug getrocknet, um es zu versiegeln. Michel mischt alte, vergilbte Farbe, um sie auf das Bild aufzutragen. In den 70er Jahren wurden bei einer Restaurierung an verschiedenen Stellen Ausbesserungsarbeiten mit Ölfarbe vorgenommen. Das sind ganz kleine Punkte. Die sind dunkler. Ich glaube, dass wir die Rekonstruktion bestmöglich übergeben können. Der letzte Schliff. Bis später. Es ist ein besonderes Bild. Drei Viertel des Gesichts liegen im Schatten. Es gibt kein vergleichbares Porträt mit diesem Licht- und Schatteneffekt. Ich bin gespannt, ob es Ihnen gelungen ist. Jetzt kommen die Experten. Ich bin dem Bild nahe gekommen, aber wie nahe sieht man erst, wenn sie nebeneinander hängen. Daher überwiegt jetzt die Neugier. Ich habe mich gefragt, ob das wohl geklappt hat. Als ich es gesehen habe, war ich wirklich erstaunt. Ich bin überwältigt, sehr beeindruckend. Ich möchte es mir genauer anschauen. Go ahead.
Man hat seinen eigenen Eindruck und hat all die Menschen und Gemälde um sich herum. Und dann war es noch lange still. Für mich war es ein sehr schöner Moment, dass es dort so still wurde und jeder die Gemälde auf sich wirken ließ. Sie mussten genau hinsehen. Eine großartige Leistung, dem Bild so nahe zu kommen. Der Kontrast zwischen hell und dunkel, der graue Hintergrund und die Brauntöne im Gesicht, das ist richtig gut geworden. Man fragt sich, ob man sie unterscheiden kann. Wer ist wer? Das war ein lehrreicher Prozess. Wir haben herausgefunden, wie Rembrandt wohl vorgegangen ist. Das ist so genau. Ich hoffe, dass ich mit 2 Stunden Stillsitzen dazu beitragen konnte, dass es so gut geworden ist. Ich finde es auch gut. Mir gefällt besonders der Blick. Jeder Maler hat eine eigene Pinselführung und Rembrandt natürlich auch. Die im entscheidenden Augenblick zu erkennen und damit zu arbeiten wie Rembrandt zu seiner Zeit, das finde ich bewundernswert. Rembrandt hat uns das Leben echt schwer gemacht. Aber ich bin stolz, dass wir ihm nahe gekommen sind. Ich verbeuge mich tief vor diesem großen Meister.